Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und wir machen weiter mit der Uncharted Collection. Wir hatten jetzt schon 1 und 2 gemacht, jetzt machen wir 3. Ich bin nochmal komplett aus dem Spiel raus und nochmal rein, damit wir immer komplett von hier vorne starten. Ihr seht, 2 ist aktiviert. Jetzt nehmen wir natürlich 3 und das war dann auch schon. Und ich bin der Meinung, nachdem ich jetzt 1 und 2 gespielt habe, ich habe doch etwas von 3 gespielt und nicht weiter gespielt. Weil ich nicht dazu gekommen bin. Glaube ich. Neues Spiel. Kampagne. Einfach. Alle Menschen träumen, aber nicht gleich. Die, die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen, wachen am Tage auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen, denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Das habe ich gespielt. Arme hoch. Da, macht Spaß, Kumpel. Oh ja, ich lach mich tot. Nette Begrüßung. Sind beide sauber. Ich bitte um Verzeihung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie sind also Talbot. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie ihn? Wir wollen erst das Geld sehen. Carter. Es ist alles da. Zeigen Sie her. Ich muss die Echtheit überprüfen. Sicher doch. Silber. 16. Jahrhundert. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drakes Motto ist eingraviert. Nun, sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Einen Moment mal. Sully, das ist gefälscht. Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, du hast recht. Das ist so falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Das ist Bullshit. Deal ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach, Sie haben es versaut. Komm, Nate, verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring, nehmen Sie den Koffer und gehen Sie hier raus wie Gentleman.
solange sie noch können. Hör besser auf ihn, Junge. Sie sind ein Dieb. Wirklich? Was für eine Ironie. Na los. Hier kannst du nicht. Der gehört mir. Ja, du nicht. Lass es doch mal mit mir. Na los. Ah, du Pisser. Komm schon, jetzt nicht nachlassen. Okay, Mann, du bist erledigt. Damit, ja? Schnapp den Jungen! Ist das privat oder kann ich auch kommen? Wir haben ihn, Jungs! Macht sie platt! Das alles! Was soll denn das werden? Schnappt ihn! Gib mir einen Moment, Mann. Bin gleich bei dir. Okay, Lust auf mehr. Nimm weniger Anabolika. Mein Stolz. Komm, los, schnell. Hier. Und den habe ich gespielt, daher weiß ich, dass hier schon mal die Grafik definitiv ein bisschen besser ist. Hatte ich das eigentlich bei meinem Ohr gefunden? Weiß ich gar nicht. Haltet sie! Ich hab den alten Knacker!
her! Typisch Yankee, nur heiße Luft. Hey. Der hat genug. Oder Kumpel? Nicht. Bleib unten. Hallo, Victor. Kate. Immer noch in der Gosse, mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos. Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein, sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein. Mr. Sullivan, ich tue ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her! Oh. Vater! Oh nein! Oh Gott, nein! Sie Idiot! Oh, gern geschehen, Euer Majestät. Marlow, Sie müssen sofort weg von hier. Oh bitte, das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was? Okay. Und los geht's. Ha! Hier nicht. Ha, nein, das ist es auch nicht. Nein, das ist es auch nicht.
nicht. Ha. Das ist es nicht. Vielleicht oben. Ist wieder so lange her, ich weiß schon gar nicht mehr. Eine von den Vitrinen muss es sein. El museo cierra en 15 minutos. Ha! Nein. Ha, hier nicht. Nein, das ist es auch nicht. Nein, das ist es auch nicht. Nein, das ist es auch nicht. Nein. La callejera. ¡Suéltame! Esta clase de gente no es bienvenida aquí. ¡Ah!
quédate afuera. Pendejo. Oh, da ist er ja. Jo, dann würde ich jetzt sagen, wir haben hier wieder 20 Minuten, weil ich weiß nicht mehr genau, was denn passiert gleich. Und ich jetzt hier wieder 30 Minuten, 40 Minuten mache oder so. Würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Part zu Uncharted 3. Ich muss aber auch schon mal sagen, also ich bin der Meinung, ich bin felsenfest der Meinung, dass hier die Grafik ein Stück besser aussieht als auf der PS3, logischerweise, aber, weil die PS4 ja mehr Power hat und so, aber auch so bin ich der Meinung, das fällt auf, wenn man den Teil davor gespielt hat, dass hier mehr Power ist, grafikmäßig und so. Ich kann mich jetzt aber auch irren. Ja, wir werden das weiter beobachten. Wir kommen ja gleich noch zu ein paar Szenen, die ich auch noch kenne und so. Und da lasse ich mich dann mal überraschen. Also würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part.